Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, hier auf grex-rpgheaven.de mit einem kleinen Neo-Retro-Schmankerl, kann man sagen. Gerade frisch rausgekommen im Early Access auf Steam. Im nächsten Jahr soll es auch auf der Switch soweit sein. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Getsu Fuma Den. Ein Remake eines alten Konami-Spieles auf dem NES, besser gesagt auf dem Famicom, was nie außerhalb Japans offiziell erschienen ist, zumindest meines Wissens nach. Also mir war der Titel auch tatsächlich unbekannt. Also ich kenne zwar viele Sachen, die nur in Japan exklusiv geblieben sind, aber mir war das originale Getsu Fuma Den nicht wirklich ein Begriff. Jetzt ist mit Undying Moon eben ein quasi Remake in Arbeit. Das soll Elemente von Roguelikes drin haben, von Metroidvanias, hat so einen leichten Sekiro-Touch, wenn man es mit heutzutage mit so Sachen vergleicht. Und ja, ich schaue für euch hier heute einmal in die PC-Version rein. Starten wir einmal hier kurz neu. Wie erwähnt, gerade frisch bei Steam als Early Access erhältlich. Ich weiß nicht genau, was Early Access hier mit dem Spiel bedeutet. Ihr seht auch die Versionsnummer 0, schieß mich tot. Also ist nur ein Teil des Spieles vorhanden. Sind ein paar Elemente noch nicht da, werden wir gleich sehen. Das Siegel der Hölle ist gebrochen und nun droht das Ende der Welt, sagt die Schreinmaid. Die Schreinmaid. Fuma. Du weißt immer noch nichts über den Verbleib meines Bruders? Mitglieder des Clans wurden auf die Suche geschickt, doch wir wissen bisher nicht, wo er ist. Dann kümmere ich mich selbst darum. Du bist der auserwählte Anführer des Clans, deshalb fällt dir die Aufgabe zu, diesem Übel Einhalt zu gebieten. Ja, ich breche sofort auf. Dann mach das mal, mein Lieber. Mach dich bereit. Alles in diesem Comic-Stil gehalten, da hatte ich den Trailer vor einiger Zeit mal gesehen. Ich dachte, oh, was Neues, was Frisches von Konami. So frisch ist es nicht, aber vergleichsweise frisch. Hm? Ja, warum nicht mal wieder ein solches Game hier? Einzigartige Aktion mit der Hauptwaffe ausführen, okay. Ich kann mit Viereck... Kann ich hier normal hauen, mit der Hauptwaffe angreifen, mit Dreieck oder Y kann ich eine harte Attacke ausführen. Zusätzliche Gegenstände erscheinen, wenn du den Gegner per Todesstoß besiegst. Es besteht eine geringe Chance, dass es sich dabei um nicht analysierte Waffen handelt. Okay, es ist eine Art Appraisal-System. Du kannst bei nicht analysierten Waffen zwar keine Fähigkeiten freischalten, dafür besitzen einige von ihnen Spezialfähigkeiten, die Statuseffekte hervorrufen. Und wie kann ich sie analysieren? Kann ich sie ausrüsten? Unbekannter Kampfschirm. Freie Form, Lehren des Kampfes. Und guck mal, ja, wenn das so Roguelike-Elemente hat, dann wird man natürlich ja freischalten können, je nachdem, was für ein Bild man hat. Ich dachte, ich hätte die Roguelites hinter mich gelassen. Aber warte mal, aber eigentlich ist das Katana doch ein bisschen besser. Hat nämlich mehr Schaden. Ausrüstung wechseln. Achso, ach, ich kann das hier machen. Aber da ich erfolgreich Returnal Bandit habe, sollte das halb so wild sein. Zwei Nebenwaffen ausrüsten. Okay, perfekte Ergänzung für die Hauptwaffe. Wie kann ich das machen? Nebenwaffe benutzen. Okay, das fängt schon mal gut an. Hey. Boah, ich bin auch schon voll durchgeblutet hier. Das sieht nicht besonders gut aus für mich. Springen. Doppelsprung. Ups. Okay. Das schreit danach, eher mit dem Steuerkreuz gespielt zu werden, als mit dem Stick. Der Halt einer Seele lässt deinen Seelenraubzähler steigen. Durch den Einsatz von Seelenraub erhältst du Verbesserungen entsprechend der Anzahl der verwendeten Seelen. Seelen sind es. Ja, okay. Verbesserte Fähigkeiten werden zurückgesetzt, wenn du zum Anwesen der Getsu zurückkehrst. Also wahrscheinlich, wenn man wieder neu startet. Ein Run, schätze ich mal. Also, Einsatz von Seelenraubverbesserung, okay. Maximal 4 Seelen besitzen, erhältst du eine 5. Seele, bekommst du eine Seelenänderung, dein Seelenraubzähler wird auf 1. Das sind recht viele Systeme auf einmal, werte Leute von Konami, ich weiß. Seele verschlingen. Man will natürlich auch
Direkt. Direkt losstarten können hier vernünftig, aber ich würde natürlich bevorzugen, erstmal spielen und dann gucken. So, ach, ich dachte runden und Jump drücken, aber nein, es ist noch die B-Taste. Okay. Verwandlung mit Combo-Angriffen. Na gut, dann nicht. Was auch immer das bedeutet. Weiter zum Anwesen der Getsu. Bühnenfortschritt und Ausrüstung gehen verloren. Jetzt habe ich einen Homeward Bone benutzt, oder was ist das hier? Was war denn das Äquivalent bei Sekiro? Ah ja, ne. Ich muss mal zum Vergleich, wie gesagt, das Original ist mir nicht so vertraut, aber ich muss es mal nachholen, ich muss mal spielen, einfach mal zu gucken, wie es ist. Der Stil sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich mag diese schraffierten Lichter und die Nebel, die finde ich cool. Bleib doch einfach in deinem Haus, mein Freund. Dann passiert dir nichts. Aber es geht ja nicht. Schwierigkeitsgrad wählen, okay? Je nach Schwierigkeitsgrad kommen verschiedene Elemente hinzu, die das Spiel fordernder machen. Und wir müssen Beweisgegenstände sammeln. Hallo bei Phoenix Wright. Bürger. Na gut, erstmal haben wir den Easy. Es ist wichtig zu wissen, wann man sich zurückziehen muss. Dich slashen kann ich nicht. Na gut. Grausige Vorhölle. Let us try this. Early Access Price ist ein bisschen hoch, soweit ich gesehen habe. 25 Euro. Also muss man schon Bock drauf haben. Und wie gesagt, wir müssen mal gucken, was genau Early Access bedeutet. In dem Zusammenhang. Okay. In der Luft kann ich also so ein Devil May Cry Combo machen. Okay, Stun locken, muss ich aufpassen. So ein bisschen so eine. Okay, so eine kleine Schwierigkeit ist es mit den ganzen Lichteffekten, die hier sind. Dass ich gar nicht sehen kann, wann. Wann ich. LB zur Verwendung von Heiltränken. Na? Oh, gedrückt halten muss ich sogar. Ja, müssen wir den anderen auch nehmen. Ein Oni. Und schon bin ich gestorben. Was war denn nochmal ein Ausweichmove? Gab es hier einen Ausweichmove oder einen Blocken? Eigentlich brauchst du das ja. Ich muss ja eigentlich durchtauchen können oder so. Für mein Gefühl. Durch die Gegner hier. Und das konnte ich gerade nicht so richtig. Warte mal, so. Da ist die Rolle. Hab's einen Block. Aber habe ich die Rolle. Habe ich die Rolle denn geübt? Gerade eben im Tutorial. Probieren wir mal ein bisschen weiter. Habe ich den Nerv für noch so ein Spiel nach Returnal? Ich weiß es gerade nicht so richtig. Also ich bin gerade noch nicht so richtig gepackt, muss ich sagen. Interessant ist es. Warten wir auch ein bisschen viel solche Spiele. Okay. Okay, durch den Gegner durchrollen. Ist das Richtige also? Ah, nicht rechtzeitig. Nicht rechtzeitig getaucht. Er hat mich einmal beim nach unten und einmal nach oben durchgetroffen. Das müssen wir mal
Was war das? Linker Button gedrückt halten für den Heiltrank. Ja, ich habe hier eine Doppelattacke. Doppeljump, meine ich. Attacke ist natürlich mehrfach. Dieses in der Luft bleiben irritiert mich. Hier ist hier was versteckt. Gehört das so? Durch diese Bäume kann ich einfach durch. Okay, da war wohl nichts. Im besten Fall kommst du natürlich in so einen schönen Flow rein. Wie war das? Rechter Button zum... Oh, Punch-Attacke haben wir jetzt hier. Achso, nach unten und jumpen zum Stampfen, nicht unten und angreifen. Kann ich hier eigentlich... Okay, ich kann auch durch. Ah, und ich kann hier, wenn ich mehr Portale freigeschaltet habe, kann ich zwischen denen hin und her. I understand. Nicht? Aber warte mal. Achso, ja, klar. Don't be stupid. Das Rollen muss man gut üben. Dann wird ein Schuh draus. Ich kann tauschen. Das tauschen. Ah, für, ja, okay. Zwei Waffen maximal. I understand. Ups. Und Seelen natürlich, ne? Okay. Hier, komm her. Och komm, das ist unfair. Das war unfair. Oh, jetzt habe ich meine ganze Energie schon verdödelt. Das Timing ist schwierig. Das Timing ist ein bisschen knifflig, Leute. Ein bisschen besser aufpassen hier. Ui. Ich habe genetische Informationen. Genetisch? Okay, von den Monstern gewonnen. Könnte ich nicht den Getsu-Clan damit ausstatten, damit wir stärker werden? Theoretisch müsste das dauerhaft möglich sein. Ich muss einiger Testpersonen habhaft werden. Scheiße. Und jetzt bin ich schon tot. Fuck. Na gut. Try again. Ein paar Runs machen wir noch. Kommen so ein bisschen rein. Die Steuerung hat so dieses leicht träge Element. Ich habe das Gefühl, wenn du aber mit dieser Trägheit zurechtkommst, dass du dann einen richtig schönen Flow machen kannst. Also wenn du einmal wirklich dann durchtauchst durch die ganzen Sachen. Naja, haben wir schon gesehen. Was schon nehmen? So. Hier, das hier. Dieses Anhalten der Luft. Warte mal, habe ich denn irgendwas behalten? Aktiviere die freigeschaltete Fähigkeit auf Haupt- und Nebenwaffen, um sie zu nutzen. Die Aktivierung wird zurückgesetzt. Ja, okay, ich habe. Na, okay, ja. Ich hätte zurückkommen müssen mit den Waffen, sodass ich hier die Upgrades freischalten kann, weil ich habe ja momentan nichts mehr. Deshalb der Teleport wahrscheinlich, oder? Das
interessant, dass Konami jetzt so einen Titel macht. Wahrscheinlich haben sie gesagt, was haben wir noch auf Lager? An alten Franchises und was ist gerade momentan beliebt? Och komm, ich bin doch durchgetaucht. Ah doch, bin ich. Ja, okay, das war Schaden bei ihm und nicht bei mir. Ich dachte schon. Ja, läuft das schon besser. Ja, okay, diese Anzeige ist für den. Das Ryo Kutsuki befindet sich auf der Insel der rasenden Dämonen. Mit unserem Familienerbstück, dem Hado-Katana, werde ich meine Brüder rächen. Wie auch immer. Scheiße. Und, ja, und ich habe Heiltrank schon voll. Schade. Ich brauche ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen... Ah, warte mal, aber jetzt können wir das mal... Liegt es noch da? Liegt noch da, komm. Nimm mal eins. Dass es hier aber auch dauert, bis er eins nimmt. Ich brauche mehr Estus Flask. Oder Estus Shard. Damit ich mehr Flask haben kann. Was haben wir hier? Ui. Okay, wie stark ist 246, aber mega langsam. One-Hit. Geil. Aber ist auch ein starkes Commitment, wenn du diese Waffe hast. Och komm. Ihr wolltet so eine Down-Attack machen, aber das ging leider nicht. So. Das hätte ich machen sollen, ne? Schwierig mit denen hier. Über den Bogen. Sekundäre Attacken. Oh, da ist ja auch einer. Komm. So. Eine Muskete. LT und RT sind die beiden jetzt. Okay. Finger habe ich im Anschlag. Wir wollen das mal ausprobieren. Ui. Okay. Bin beim Shopkeeper gelandet. Kunai der Nacht. Ich würde sagen, brauche ich alles nicht, aber habe ich jetzt gekauft. Oh, sei vor, das ist eine Zombine, so eine Zombine ist das hier. Okay, Shopkeeper gibt es also auch. Oh Mann. Durchstaggern ist hier nicht. Ah, okay. Ich glaube, ich sollte erstmal bei denen hier. Kann ich das Schwert nicht haben? Nein. Ich sollte bei denen hier vielleicht erstmal nicht das Taffe benutzen. Okay. Und der Waffe zwar nicht so viel Schuss, aber was soll's. Die Muskete. Nice. Sekundärwaffen sind wirklich gut. Noch mehr Kunai. Ah, aber ich will lieber die Muskete haben. Gab's hier noch was? Da unten war eine Kiste, da sehe ich es auf der Minimap. Ja, wenn man erstmal reinkommt.
Ein antiker Speer. Glaube ich, wird ihn gegen die Folter hier tauschen. Okay. Kann man sich ja mal ein bisschen durchprobieren. So, probieren wir mal, was passiert, wenn wir zurückgehen. Können wir uns jetzt hier upgraden? Nee, direkt zurück kann man also nicht. Okay, gehen wir wieder runter. Okay, das ist wirklich Konzentration. Nehmen wir mal den Äther hier. Nein, ein Maiglöckchen. Das sah mir ein bisschen zu gefährlich aus, mein Kollege. Oh, stumpfe Klingen. Ui, 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 ui. Das sieht ja interessant aus. Uff, warte mal. Einfach alle. Oh, warte mal. Die haben einen Cooldown und werden die dann wieder voll gemacht? Mal gucken, was passiert, wenn die Kuna jetzt, wenn der Cooldown vorbei ist. Sie werden wieder voll gemacht. Das ist ja der Hammer. Oh, was habe ich erreicht? Erste Level durch, oder? Oder? Mal gucken. Oh, jetzt sieht das sehr Okami-mäßig aus. Oh, Boss-Time. Das ist Boss-Time, das sehe ich. Holy shit. Und diese Heavy Metal Mucke auch noch. Holy shit. Okay. Okay. Okay, was war nochmal? Okay. Oh. Was habe ich zugeschaltet? Rikuzuki? Nee, Rikuzuki ist er. Holy shit, so. Okay, das war scheiße. Okay. Oh oh. Das war nicht so cool. Nein! So knapp. Scheiße. Ah, ich hab den Ausweichmove. Ich hatte ihn doch fast. Ah, gottverdammte Scheiße. Ah, verdammt nochmal. Ja, so knifflig ist er nicht, der Boss.
Aber ich war zu greedy am Ende. Ja, Leute, aber es ist, glaube ich, ein guter Ausstiegspunkt. Haben wir zumindest mal gesehen, wie der Boss ausschaut. Interessant, ich komme noch nicht so zu 100% mit der Steuerung zurecht, muss ich sagen. Ne? Ich muss mich noch an das Timing gewöhnen, weil ich glaube, wie schon erwähnt, wenn ich mit dieser inhärenten Trägheit zurechtkomme und wie man mit den Waffen umgeht und das Timing beim Ausweichen richtig, dann geht das schon ganz gut. Aber da muss man erstmal reinkommen. Ich werde es weiter beobachten, mal gucken, wie das mit dem Early Access hier ausschaut. Und euch hoffentlich dann noch was zur finalen Version dann mal berichten. Schaut es euch bei Gelegenheit an, wenn ihr wollt, wie gesagt, auf Steam gerade. Nächstes Jahr soll es auch auf die Switch kommen. Aber auch die Steam-Version hier funktioniert erstmal schon gut. Mal sehen, wie lang auch das Spiel jetzt ist mit dem Early Access. Weil ich kenne ja andere Beispiele. Deedlit in Wonder Labyrinth war nicht so besonders lang, ne, wenn man dann den Early Access gehabt hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das soll es gewesen sein. Bleibt dran. Ich sollte bald mein Review fertig haben zur Mass Effect Legendary Edition. Da bin ich gerade dabei, es zu spielen. Frisch zum Launch mir geholt auf dem PC und habe da ein bisschen was dazu zu sagen. Das sollte bald hier auf dem Kanal sein. Plus noch viele andere Sachen, die anstehen. Ich hoffe, bald mal Hand an Biomutant zu legen. Ich weiß nicht, ob ihr Interesse habt, ob ich noch was zu Famicom Detective Club machen soll, weil da ja schon einiges dazu online ist. Aber das versuche ich mir auch parallel nochmal mit anzugucken. Und ja, noch weitere Sachen hier vorzubereiten. Ansonsten bleibt hier drauf. Ihr wisst, weiterhin Podcast-Version, wenn es passt, Gedankensprung-Feeds oder auf Plauschangriff.de. Und wenn es noch nicht macht, würde ich mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung. Patreon.com/rpgheaven, steadyhaku.com/rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypal.me/katios. Vielen Dank und Tschüssinger. Bis dann.